ein drauf. Bei 21 habt ihr schon gewonnen. Bei keinem Tor minus 4. Alles klar, oder nicht? Wenn Sie jetzt nicht wüssten, was Benno genau von Ihnen möchte, ist das nicht so schlimm. Gemeint war schließlich auch seine Handballertruppe. Zusammen absolvieren die in Deutschland verbliebenen SCM-Spieler nämlich gerade ihr Trainingslager in Halberstadt. Natürlich mit von der Partie ist Yves Grafenhorst, der trotz der unzähligen Trainingslager, die er in seiner Karriere beim SCM und der Nationalmannschaft bisher erlebt hat, überrascht war von den Bedingungen in Halberstadt. Also wir finden es hier überragend. Also wir wussten nicht, dass hier so eine Perle direkt in der Nähe uns gegeben ist, und wir fühlen uns super aufgenommen. Also ist alles sehr offenherzig hier. Man merkt, dass sich jeder hier unglaublich bemüht, um uns das Leben ja so angenehm wie möglich zu machen, auch wenn es keine angenehme Zeit ist. Ja, also wir sind gerne hier, uns macht das riesig Spaß, auch wenn es nicht immer einfache Trainingseinheiten sind, aber dem waren wir uns sehr bewusst, wenn wir ins Trainingslager fahren. Bei allem Zusammensein als Mannschaft steht das Training an erster Stelle. Da fast alle Rückraumspieler derzeit in der Olympiavorbereitung bei ihren Nationalmannschaften sind, stand in erster Linie Athletik und Konditionstraining auf dem Programm. Ein mehr als straffes Pensum für die Mannschaft, erst recht, wenn man auf die Temperaturen schaut. Denn auch wenn Halberstadt im Harzvorland liegt, wirklich kühler als in Magdeburg ist es nicht. Coach Bennett Wiegert muss deswegen immer wieder auch zu kleinen Motivationstricks und Trainingsspielchen greifen, um für etwas Abwechslung zu sorgen. Dinge, bei denen Yves als Trainerlehrling ganz genau hinschaut. Ja, das ist schon wirklich seit Zeiten von Michael Biegler bei mir so, weil ich damals schon anfing, die B-Lizenz zu machen. Und seitdem ist man immer irgendwo aufmerksam und versucht sich gute Übungen halt irgendwo vielleicht sogar niederzuschreiben und zu merken und in der Praxis halt in meinem Heimatverein irgendwo auch immer mal wieder anzuwenden, um zu gucken, wie geht es als Trainer, weil das ist doch schon mal eine andere Perspektive irgendwie, das dann umzusetzen. Und ja, also es gibt auf jeden Fall bei Bennett auch sehr, sehr viel, was ich später auch sehr, also in dem Bereich umsetzen möchte. Eine Sache, die er sich dann vielleicht abschaut, ist die berüchtigte Eistonne. Ja, Sie sehen eine blaue Mülltonne, ja, da hängen SCM-Spieler drin und ja, das soll wirklich der Regeneration dienen. Es ist kühles Wasser mit Eis drin und da sind wir im Intervallrhythmus halt 2-3 Sätze drin, und um die Beine wieder irgendwo halbwegs brauchbar zum nächsten Training hinzukriegen. Also würdest du um die 0 Grad auch haben? Nee, dann wäre es ja nur Eis, meiner Logik nach. Also nee, es ist zum Glück deutlich wärmer, und ich bin auch so clever, nicht als Erster in das Wasser zu gehen, weil sich das dann doch schon erwärmt. Ich versuche immer meistens nach Jakob reinzugehen, weil der hat gefühlte 100 Grad Körpertemperatur. Da macht das für mich das Leben noch ein bisschen angenehmer. Nach dem Training darf natürlich das Essen nicht fehlen. Mittagspause. Dann wurde es noch härter als am Vormittag. Lauftraining im Friedensstadion, der Spielstätte von Germania Halberstadt, bei brütender Mittagshitze. Vorbei war der Trainingstag auch hiernach noch nicht. Die Fußballer von Germania Halberstadt stecken auch gerade in der Vorbereitung und wollten sich ein Kräftemessen mit den Handballern auf dem Fußballplatz nicht entgehen lassen. Trotz der frühen Anstoßzeit von 16 Uhr und der Hitze waren doch einige Fans ins Stadion gepilgert und sahen auch Yves Grafenhorst, der mit ran musste. 2x15 Minuten wurden auf einem abgesteckten Kleinfeld gespielt. Die Handballer starteten durchaus dynamisch und konnten die frühe Halberstädter Führung schnell ausgleichen. Daniel Pettersson netzt in der 8. Minute nach Vorarbeit von Robert Weber ein. Nur 3 Minuten später geht der SCM sogar in Führung. Wieder passt Robert Weber in die Spitze und findet diesmal Matze Musche, der seinen Torjägerinstinkt wie schon in Möser unter Beweis stellt. Dann merkte man den Handballern die vorherigen Trainingseinheiten doch etwas an, und der Regionalligist aus Halberstadt zeigte auf seinem Rasen, wie weit man in der eigenen Vorbereitung ist. 6:2 gewannen sie am Ende, ihr Trainer war trotzdem auch von der Magdeburger Leistung angetan. Also es war ein gutes Spiel, man hat auch bei den Magdeburgern gemerkt, dass der ein oder andere doch ein guter Kicker ist. Da kann man sogar mal überlegen, vielleicht den einen oder anderen zu verpflichten. Ja, also ein Musche, ein Petersen und Weber, selbst ein Grafenhorst, man merkt das denn schon. Der Torwart war auch ganz gut, obwohl es ein Feldspieler, glaube ich, ist. Ja. Nein, ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt
so ein bisschen näher gekommen sind, gerade was Handball, Fußball ist, Magdeburg, FCM sowieso mit den SCM, aber auch Halberstadt ja nicht weit weg ist. Und wir von der Warte her uns eigentlich gefreut haben, dass heute so eine Art Freundschaftsturnier, so ein Freundschaftsspiel stattgefunden hat. Dann waren die Handballer fast erlöst. Auf dem Plan stand nur noch Fahrradfahren und das fand ausnahmsweise nicht draußen statt, sondern in der nahegelegenen Schwimmhalle. Sieht vielleicht etwas merkwürdig aus, entlastet den Körper aber zusätzlich. Verletzen soll sich schließlich niemand. Gebraucht werden in der kommenden Saison alle Spieler, junge wie alte.